Wir können die Beziehung mit anderen Menschen sofort verbessern, vertiefen, kräftigen. Ein kleines Beispiel. Der kleine Yannick ist 4 Jahre alt und die Mutter geht mit ihm ins Kaffeehaus und die Mutter bestellt sich einen Kaffee und einen Kuchen und der Yannick bekommt einen Eisbecher. Und ganz versehentlich fällt dem Yannick der kleine Löffel auf den Boden. Und die Mutter reagiert sofort und hebt ihn auf und sagt: Schau Yannick, alles gut. Und dann wirft der Yannick ganz absichtlich den Eisbecher auf den Boden. Die Mutter reagiert sofort, hebt alles auf, wischt alles zusammen, bestellt sofort einen neuen Eisbecher beim Kellner und sagt zum Yannick: Da kannst du nichts dafür, das ist alles in Ordnung. Schau mal, wir haben alles wieder gerichtet, es passt. Es ist nicht deine Schuld. Und dann nach einer Zeit nimmt der Yannick die Kaffeetasse mit dem Kaffee, Gott sei Dank war dieser Kaffee nicht mehr heiß, und leert der Mutter diesen Kaffee mitten ins Gesicht. Der Jan-Uwe Rocke hat in seinen Vorträgen oft erzählt, Kinder brauchen Eltern, die sich selber und den Kindern Grenzen setzen. Denn Kinder suchen danach oder streben ganz automatisch danach, herauszufinden, wo sind meine Grenzen? Wie weit kann ich gehen? Und das ist so ein soziales Sicherheitssystem innerhalb dieser Grenzen. Da wissen die Kinder, okay, da kann ich sein, da kann ich mich bewegen. Und ab dieser Grenze wird es ziemlich unsicher. Und Mitarbeiter in einem Unternehmen oder auch Erwachsene in einem neuen Umfeld, in einer Gruppe, suchen ganz automatisch immer, wo sind hier die Grenzen? Wie weit kann ich hier gehen? Mit deinen Kunden zum Beispiel. Wie weit gehst du da? Ab wann sagst du, stopp, halt, nicht weiter? Oder machst du alles und sagst, ja, das auch noch und du bekommst das auch noch. Und hier noch einen Rabatt und dann noch das. Und der Kunde will immer noch mehr, weil er wissen will, wo sind hier die Grenzen? Und vor dem fürchten sich so viele Menschen, diese Klarheit auszusprechen. Denn natürlich, es kann kurzfristig einen Unfrieden geben. Es kann eine Unruhe hereinkommen. Eine kurzfristige Orientierungslosigkeit. Es kann auch sein, dass sich Menschen dann eben trennen, getrennte Wege gehen. Das kann sein, da braucht es ein bisschen Mut. Das, was dabei aber herauskommt, durch diese klare Kommunikation, wenn dieser Punkt eben überschritten ist, das ist eine tiefgreifende, gute Kommunikation mit anderen. Andere wissen dann, okay, sie kennen sich aus, sie kennen dich, sie haben erkannt, wie weit geht es bei dir. Und so bleibst du selber sauber und klar und deine Ausstrahlung, deine Ausstrahlungskraft nimmt ganz automatisch zu, weil du eine innere, tiefgreifende Klarheit hast.